Den Vorspann von Teil 1 übergehe ich jetzt und fahre von Retimnon quer durch die Mitte der Insel bis zu unserem Hotel in der Nähe von Kanya. Zunächst geht es den Potamon-Stausee entlang, dem größten Süßwassersee Kretas und eines der bedeutendsten Feuchtbiotope im östlichen Mittelmeerraum. Asomaton, Kloster der Engel, unbewohnt, erbaut vor rund 1000 Jahren. Die Musik ist so eintönig, dass man die Clips beliebig aneinanderfügen kann, ohne dass man eine Unterbrechung hört. Wieder entlang den Hängen des Psilorites. Über den Kourotes, im gleichnamigen Ort, sieht man schon die Kehrenkombinationen, die einen erwarten. Nächstes Highlight, Phaistos, einst nach Knossos, der mit 8400 Quadratmeter zweitgrößte Palast der Minoa, der ersten europäischen Hochkultur in der Zeit von 2000 bis 1400 vor Christus. Unweit entfernt der weltbekannte Ort Matala. Meine Gruppe kam mir entgegen, weil die Höhlen geschlossen waren. Hier ging Zeus in Stiergestalt mit der von ihm entführten Prinzessin Europa an Land. In den 60er Jahren siedelten sich in den neolithischen Wohnhöhlen Hippies aus aller Welt an. Auch Cat Stevens und Bob Dylan haben hier gelebt. Die beiden sind übrig geblieben. Ende Juni findet hier das Matala Festival statt. Ich cruise weiter entlang der Südküste in Richtung Agia Kalini, deutsch Heilige Ruhe. Die Legende besagt, dass eine byzantinische Prinzessin bei ihrer Ankunft für ein ruhiges Meer gebetet und dies auch erhalten hat.
Dank seiner malerischen Lage hat sich Agia Carlini ab Ende der 70er Jahre vom kleinen Fischerdorf zu einem Zentrum des Pauschaltourismus entwickelt. Vom Milambes habe ich zumindest ein Passfoto. Spili, mit dem aus dem 16. Jahrhundert stammenden venezianischen Löwenbrunnen, aus dem ganzjährig kühles Trinkwasser strömt. Durch die Kuataliote-Schlucht, eine der spektakulärsten Durchfahrten Kretas. Der gleichnamige Fluss führt ganzjährig Wasser. Der Legende nach schlug der heilige Nikolaus mit seinem Stab auf den Felsen woraufhin die sieben heute noch sprudelnden Quellen entsprangen. Irgendwie durch Zufall landete ich bei der intakten Klosterruine von Privili. In der Nähe der Palmenstrand und die Privili-Schlucht. Durch die kurze Fuhr, Deutsch Amselschlucht. Auf diese geile Strecke zurück nach Rötimno.
scheint auch die Brassesschlucht zu sein. Genaueres weiß ich aber nicht. Heute geht es zunächst wieder nach Süden, über den Canevius. Nochmal andersherum durch die Kotzifu-Schlucht. Nach Plakias. Die Küstenstraße entlang bis nach Kolasvakion. Der Ort war eines der Zentren griechischen Widerstandes gegen fremde Eindringlinge, Venezianer, Türken und zuletzt die Deutschen während des Zweiten Weltkriegs. Von hier aus wurden nach der Luftschlacht um Kreta im Mai 1941 17.000 alliierte Soldaten nach Ägypten ausgeschifft. Auf grandiosen Serpentinen den Agios Ionanis hinauf. We'll be right back.
1986 wurde die Stahlträgerbrücke über die Aradiner Schlucht gebaut von der Spende eines aus Agios Ioannis stammenden Mannes, der nach Amerika auswanderte und seinem Heimatdorf eine befahrbare Verbindung von Anopoli zu ermöglichen. In Agios Ioannis befindet sich auch der Passscheitel. Im Sommer kann man hier einen Bungee-Sprung mit 138 Metern wagen. Die Lefka Ori sind flächenmäßig das größte Gebirge Kretas. Fast 50 Gipfel sind höher als 2000 Meter. Der höchste davon, der Panches, mit 2454 Metern nur 2 Meter niedriger als der Psioritis. Die Gipfelregion zählt zu den wenigen europäischen Wüstengebirgen, da das Wasser nach Niederschlägen sofort im Boden versickert. Zudem gibt es hier über 20 größere Schluchten, so die bekannteste, die 13 Kilometer lange Samaria-Schlucht, die 6. tiefste der Welt. Obwohl das kein Spaziergang ist, durchwandern in der Hochsaison 3000 Personen pro Tag die Schlucht. Zurück über den Imbros. Unterhalb die Imbros-Schlucht. Über den Dracona Persana. Thank you.
Teriso, das Dorf von, die Aussprache erspare ich mir, einem Volkshelden der Insel, der für den Anschluss an Griechenland kämpfte, was 1913 dann auch geschah. Durch die Teriso-Schlucht. Zum heutigen Tagesziel Stalos bei Kania. Kania, die heimliche Hauptstadt Kretas und älteste, ununterbrochen bewohnte Siedlungsstätte Europas. Das ist eine Einblendung wert. Ein Flashmob-Dancing, mit dem der zweite Teil endet. Ορίσετε σου ερωτά την είσαι όμορφη μα σταθερή δεν είσαι. Thank you.